Hallo, ich bin Galina und ich zeige heute Ihnen, wie man Spanferkelbraten im Ofen zubereitet. Sie benötigen 1 Kilogramm Spanferkelbauch ohne Knochen und folgende Zutaten, die hier aufgelistet sind. Brausen Sie den Spanferkelbauch unter fließendem Wasser gründlich ab und tupfen Sie ihn trocken. Legen Sie das Fleisch auf eine Arbeitsfläche. Der Spanferkelbauch wird nun kräftig mit Salz und Pfeffer gewürzt und auf der Bauchseite gut mit Senf eingestrichen. Nun brauchen Sie entweder Küchengarn oder, wie ich es hier verwende, Silikonbänder. Rollen Sie jetzt das gewürzte Fleisch von der Längsseite her fest ein, damit der Spanferkelrollbraten zusammenhält. Wird dieser folgendermaßen zusammengebunden. Nun werden die Zwiebeln und Knoblauchzehen geschält und grob zerkleinert. Erhitzen Sie etwas Öl in einem Bräter und braten Sie den Spanferkelrollbraten von allen Seiten gut an. Dann die Zwiebel und Knoblauchstücke dazugeben und kurz mit anschwitzen. Mischen Sie nun die Fleischbrühe mit dem Rotwein und löschen Sie das Ganze damit ab. Die Rosmarinzweige werden einfach auf den Spanferkelrollbraten gelegt, der Bräter geschlossen und in den Ofen auf die unterste Schiene gestellt. Das Ganze muss nun ca. 2 Stunden bei 160 Grad garen. Zwischendurch immer wieder mit der Brühe übergießen, um das Fleisch saftig zu halten. Für eine schöne Kruste nehmen Sie den Spanferkelrollbraten kurz vor Ende der Garzeit aus dem Ofen und legen ihn auf ein Ofengitter. Vergessen Sie den Abtropfblech nicht. Nun lassen Sie es kurz bei 240 Grad crossbacken. Das war's schon mal. Bon Appetit!